So, morgen ist ja Ostern und ich habe zwei Körbe für unsere Kinder gemacht. Das ist einmal das Körbchen unserer Tochter. Da haben wir einmal Haferbällchen, die isst sie sehr, sehr gerne. Noch immer sehr schnell leer. Dann einmal ein Quetschi, das ist so ein neuer Geschmack. Mal schauen, wie das schmeckt. Dann einmal Mokis, Dinkelbällchen, die sind auch sehr, sehr lecker. Die isst sie auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Genau, dann noch was zum Baden. Das macht sie auch immer sehr gerne, wenn sie badet. Sowieso sehr gerne. Und wenn sie dann noch was zum Spielen hat, ist es noch besser. Dann einmal eine Zahnbürste vom Paw Patrol, wenn man da draufklickt, dann klingt die. Nochmal. Ja, Vorführeffekt. Jetzt, genau. Die sieht dann so aus. Ja, sie mag Paw Patrol sowieso und ich dachte mir, das ist eine gute Idee. Ich habe das bei jemandem gesehen und habe mir gedacht, ja, das muss ich ihr holen. Genau, und dann hat sie noch etwas Größeres. Und zwar ein Set zum Kehren und Putzen, denn da hat sie auch schon sehr oft Interesse dran gehabt. Hat immer mal einen Besen geholt oder einen Wischer und wollte die ganze Wohnung sauber machen. Genau, das werde ich noch einmal einpacken und dann ist ihr Körbchen auch fertig. So, und dann das Körbchen von unserem Sohn. Der ist jetzt natürlich noch nicht so groß. Der ist 7 Monate alt, aber ein bisschen was kann man immer reinmachen. Ich habe jetzt noch mal ein Fläschchen geholt von Mom, weil er trinkt nur aus diesen Fläschchen. Am liebsten tatsächlich war noch eine von Muck, aber ja, die sind wirklich am besten. Genau, dann noch zwei Schnuller. Man nutzt wirklich nur die anderen, die werden direkt ausgespuckt. Genau, wir haben jetzt schon zwei verloren, deswegen muss ich nochmal neue holen. Dann einmal, weil er schon zwei Zähne hat, die gerade am Durchbrechen sind, einmal so eine Fingerzahnbürste. Ich dachte mir, das tut ihm vielleicht ganz gut, könnte ihm helfen. Genau, und dann noch zwei Aufsätze fürs Fläschchen, die halt einfach größer sind. Genau. Ja, und das war es dann bei ihm auch schon.